Ich konnte nichts mehr alleine machen. Die Schmerzen haben mich auch psychisch runtergezogen. Herr Hellebrich kam zu uns in die Klinik mit einem schweren Bandscheibenvorfall. Unser Wirbelsäulenchirurg hatte mit ihm erörtert, ob eine Operation oder ein nicht operatives Vorgehen sinnhaft ist. Und wir hatten uns gemeinsam mit dem Patienten für eine Operation entschlossen. Nach der Operation war ich so euphorisch, weil ich mit mal keine Schmerzen mehr hatte. Das Besondere war, dass wir direkt einen Tag nach der Operation in die Geriatrie übernommen hatten und sozusagen am Abend schon die ersten Mobilisationen mit ihm vorgeführt haben. Wir nennen das Fast Track, das heißt, je früher aus dem Bett, umso besser. Und ich wollte diese Entwicklung für mich weitermachen und erfuhr dann, dass es hier auch im Krankenhaus eine Tagesklinik gibt und war begeistert davon, wie man aufgenommen wurde, die Therapeuten alle freundlich. Also das für mich feststand, hier will ich hin. Und ich habe das von Woche zu Woche gemerkt, es wird immer besser. Und auch die anderen Patienten haben das selbst gesagt hier. Mann, wie kannst du schon wieder gut laufen und so weiter. Wie war das am ersten Tag, als du hierher gekommen bist? Ich hätte aus der heutigen Sicht betrachtet, mir nicht vorstellen können, was ich nach dem Krankenhausaufenthalt sonst gemacht hätte. Wenn ich dann gleich wieder zu Hause gewesen wäre, ich hätte es nicht bewältigen können wahrscheinlich. Ich kann jetzt alleine wieder leben mit meiner Frau zusammen, ohne Hilfe zu bekommen.